Willkommen zum letzten Teil der Vorlesung, auch der letzten Vorlesung im Semester. Und ich möchte den Abschnitt der Vorlesung nutzen, um euch nochmal ein bisschen eine Zusammenfassung zu geben, zu zeigen, was wir so thematisch im Semester behandelt haben und teilweise ein paar Querbezüge herstellen zwischen diesen Themen. Am Beginn des Semesters haben wir uns erstmal gefragt, was macht Software eigentlich aus? Was unterscheidet Software von einem Programm? Und was entscheidet Software Engineering auf der einen Seite von Programmierung auf der anderen Seite? Und wir haben relativ schnell festgestellt, dass das eigentlich eine Frage der Größe ist. Wenn ich was alleine für mich hin programmiere, dann brauche ich viele der Konzepte, die wir hier in der Vorlesung besprochen haben, nicht. Wenn ich allerdings hunderte, tausende Personen habe, Entwickler, aber auch andere Aufgabenbereiche, die in die Softwaretechnik reinfallen, wie Tester, Architekten, oder eben Anforderungsmanager, dann brauche ich eben viel mehr drumherum. Dann muss ich eben mir viel mehr Gedanken machen über Prozesse, über Management, was eben sozusagen auch in dieser Vorlesung Thema war. Zu diesen Aufgaben gehört das Erfassen der Anforderungen. Ja, dass, wenn ich selber was für mich programmiere, dann brauche ich ja nicht so viel Aufwand betreiben und mir überlegen, was ich da eigentlich genau haben will. Wenn ich allerdings für einen Kunden irgendwas entwickeln will, dann muss man vorher schon sehr systematisch vorgehen beim Aufnehmen der Anforderungen. Und dann wird man feststellen, es gibt verschiedene Arten von Anforderungen. Anforderungen an das Produkt, Anforderungen, wie die Organisation abläuft, aber auch Anforderungen, die sich aus externer Sicht ergeben, sowas wie rechtliche Voraussetzungen. Wir haben auch über Anforderungsermittlungen gesprochen und welche Phasen damit reinspielen und warum es so wichtig ist, dass wir möglichst früh die richtigen Anforderungen herausfinden. Wir haben das dann thematisch wieder aufgegriffen beim Wasserfallmodell, wo die Anforderungen am Anfang so ziemlich eingefroren werden und es relativ aufwendig ist, später daran was zu ändern. Und wir haben aber auch agile Entwicklungen mit Scrum besprochen, wo wir die Anforderungen am Anfang schon versuchen, möglichst genau rauszukriegen, aber wir besser mit Änderungen von Anforderungen später im Projekt umgehen können, indem wir dynamisch entscheiden, in welchem Abschnitt, in welchem Sprint wir uns um welche Anforderungen kümmern. Wir haben dann uns angesehen, wie wir das System modellieren können. Ja, wir können nicht einfach drauf loslegen und programmieren, wie sollen die 100 oder 1000 Entwickler eigentlich zusammenarbeiten, und dafür muss man einerseits die Architektur beschreiben, aber auch andererseits überhaupt erstmal verstehen, was ist eigentlich das Ziel, wo wollen wir eigentlich hin, was wollen wir eigentlich entwickeln. Wir haben da über verschiedene Diagrammarten gesprochen, mit denen man Software-Systeme modellieren kann. Klassen- und Komponentendiagramme, mit denen wir sozusagen die Struktur abdecken. Und zwar Komponentendiagramme eher im Grobentwurf und Klassendiagramme eher im Feinentwurf. Ja, man würde eben mit dem Grobentwurf starten, muss im Grobentwurf vielleicht auch in der agilen Entwicklung nochmal Sachen ändern. Und wir haben den Feinentwurf, wo wir eben genauer überlegen, wie Klassen eigentlich miteinander interagieren. Wichtig dabei: all diese Diagramme, ob Klassen- oder Komponentendiagramme, die zeigen immer eine gewisse Sicht auf das System. Das heißt, gewisse Aspekte werden da drin reflektiert und andere wiederum nicht. Wir zeigen immer einen Ausschnitt. Wir werden nie alle Klassen zusammen in einem Klassendiagramm haben und im Idealfall auch nicht alle Komponenten in einem Diagramm. Dann haben wir auch das Verhalten modelliert und da haben wir deutlich mehr Diagrammarten kennengelernt. Die Use-Case-Diagramme, die wirklich relativ nah an den Anforderungen sind und sozusagen die man auch gut den meisten Kunden zeigen kann, die auch damit was anfangen können. Und dann deutlich detailliertere, sowas wie Aktivitätsdiagramme, Zustandsdiagramme oder was wir dann im Feinentwurf uns angesehen haben, sind die Sequenzdiagramme, die wirklich beschreiben, in welcher Reihenfolge werden Methoden aufgerufen, wie arbeiten eigentlich diese Klassen, die es jetzt nun mal gibt, wie arbeiten die eigentlich zusammen, wie arbeiten diese Objekte dieser Klassen zusammen. Diese verschiedenen Arten von UML-Diagrammen werden also in verschiedenen Bereichen eingesetzt, von Anforderungen über die Modellierung, über den Architektur- und Feinentwurf. Wir haben über Architektur auch separat gesprochen. Als Architektur gibt ebenso die grob Unterteilung einer Software an, in welche Komponenten zerlege ich eine Software. Allerdings gibt eine Architektur auch an, was ist sozusagen das grundlegende Prinzip dahinter. Ja, und da haben wir verschiedene Architekturmuster kennengelernt, wie zum Beispiel Peer-to-Peer-Architektur, das eben sagt, es gibt verschiedene Rechnerknoten und die sind alle mehr oder weniger gleichwertig, oder Client-Server als ein Beispiel der Schichtenarchitektur.
Die Architektur haben wir dann weitergeführt in den Entwurf, wo wir auch wieder UML-Diagramme benutzt haben. Und wir sind dann letztlich zur Implementierung gekommen. Wir haben über verschiedene Programmiersprachen gesprochen, wo natürlich ein wichtiger Aspekt in der Softwaretechnik ist, wie weit verbreitet die eigentlich sind. Programmiersprachen entstehen irgendwann und sterben aber auch irgendwann. Und ich möchte natürlich nicht gerade auf so einen Zug aufspringen, auf eine Programmiersprache, die kurz davor ist, zu sterben. Ja, und ein Beispiel, was wir hier in dieser Grafik eben nicht sehen, ist Aspect J als eine Programmiersprache, die eine Zeit lang totalen Hype erlebt hat, die aber seit etwa 10 Jahren nicht mehr, wo es keine Werkzeugunterstützung mehr gibt und wir die in der Praxis nicht mehr einsetzen können. Gut, wir haben gesehen am Beispiel vom Taschenrechner in Windows 10, dass Taschenrechner vielleicht auch Fehler enthalten können. Wir haben daraufhin unseren eigenen Taschenrechner implementiert. Ich habe teilweise Sachen vorimplementiert, ihr habt teilweise Sachen selbst ausprobiert und wir haben darin uns verschiedene Aspekte angeguckt, zum Beispiel Code-Richtlinien. Wie kann ich sozusagen sauberen Code erstellen? Wie sollte Namensgebung passieren? Wo brauche ich Kommentare? Allerdings haben wir auch sowas besprochen wie gewisse Entwurfsmuster. Und ihr habt die sozusagen in der Praxis gesehen. Und Entwurfsmuster haben wir, 6 Entwurfsmuster haben wir besprochen in der Vorlesung, nämlich strukturelle Entwurfsmuster. Entwurfsmuster sind eben was für den Feinentwurf, wo ich überlege, als Mittel sozusagen auch der Kommunikation zwischen Entwicklern, aber auch zwischen Entwickler und Architekten, wo man da Entscheidungen treffen will, wie kann man eigentlich bestimmte wiederkehrende Probleme lösen. Und dafür haben wir Objektadapter, Composite und Decorator besprochen als strukturelle Pattern. Wie sollten eigentlich Klassen zusammenarbeiten? Wir haben allerdings auch Erstellungspattern uns angesehen, die eben einem verraten, wie kann ich dann leicht die Erstellung von Objekten austauschen und wie kann ich eben auch sicherstellen, dass zum Beispiel von einer Klasse es nur ein Objekt geben wird zur Laufzeit. Gut, und dann gibt es eine Reihe von Verhaltensmustern. Hier haben wir uns nur das Observer-Pattern angesehen als eines der weit verbreitetsten Pattern in dieser Art, wo eben die Frage ist, wie kann ich eigentlich sicherstellen, dass unterschiedliche Teile in der Implementierung immer Zugriff auf aktuelle Daten haben oder dass jeder jedes Objekt kennt und dass es ständig Polling gibt, also Anfragen, ist es noch aktuell, ist es noch aktuell. Wir haben über Qualitätssicherung gesprochen, allgemein, was ist überhaupt Softwarequalität? Da gibt es sehr viele Facetten und genauso viele Facetten gibt es auch in der Qualitätssicherung. Das heißt, es gibt konstruktive Verfahren, dass ich eben Coding-Guidelines vorgebe, sodass bestimmte Fehlerarten vielleicht gar nicht erst entstehen oder Quelltext gut verständlich ist. Und in dieser Vorlesung haben wir tatsächlich noch eine neue Perspektive darauf kennengelernt, nämlich das Software-Projektmanagement, was auch ein wichtiger Punkt für die Qualitätssicherung ist, allerdings eher organisatorischer Natur. In der Vorlesung zur Qualitätssicherung haben wir analytische Methoden besprochen. Das heißt, da ist die Überlegung, man will herausfinden, ob das, was man jetzt schon implementiert hat, ob das eigentlich sinnvoll funktioniert. Da haben wir über Analyse gesprochen. Das heißt, das ist eine Form, wie wir auf Fehler kommen, ohne den Quelltext tatsächlich auszuführen. Das heißt, wir kompilieren das. Der Compiler findet vielleicht schon Fehler. Wir machen ein Code-Review, das heißt, ein anderer Entwickler guckt da drauf und versucht sozusagen Fehler zu finden, ohne den Quelltext auszufüllen. Allerdings gibt es auch die Ausführung von dem Quelltext und da haben wir 2 verschiedene Verfahren im Detail diskutiert, nämlich Whitebox-Testing. Ich gucke mir die Struktur an und versuche davon Testfälle abzuleiten, aber auch Blackbox-Testing. Ich versuche aus den Anforderungen, aus den Ein- und Ausgaben, möchte ich sozusagen ableiten, welche Testfälle sinnvoll sind. Und wir haben in der Praxis anhand von unserem Taschenrechner auch gesehen, dass es durchaus sinnvoll sein kann, auch Kombinationen von eben Whitebox- und Blackbox-Tests in der Praxis einzusetzen. In der letzten Vorlesung haben wir dann über Vorgehensmodelle gesprochen und da ist die prinzipielle Frage, jetzt wissen wir, was so alles passieren muss bei der Softwareentwicklung, in welcher Reihenfolge passiert das eigentlich und welche Phasen unterscheiden wir eigentlich. Wir haben da über das Wasserfallmodell gesprochen und die Erweiterung, die wir hier sehen, das V-Modell. In dem V-Modell, was man eben sozusagen bei vielen öffentlichen Beauftragungen braucht, was eben besonders in Deutschland sehr, sehr feste Wurzeln hat, wo im V-Modell eben bestimmte Teststufen sehr explizit unterschieden werden. Den Fokus auf eher agile Entwicklung setzt Scrum als Entwicklungstechnik. Und hier ist es so, dass das de facto die Technik ist, die sich so in den letzten 10 Jahren
zu einer der bekanntesten und am meist eingesetzten Techniken entwickelt hat. Allerdings auch teilweise Nachteile, wie wir heute auch in puncto Risiko gesehen haben, dass sozusagen, wenn es das Risiko in eine Richtung vielleicht verschärft, dann kann es in eine andere Richtung vielleicht helfen. Aber es ist eben keine einfache Entscheidung, nach welchem Prozessmodell man vorgeht. In der heutigen und letzten Vorlesung haben wir uns dann mit dem Projektmanagement auseinandergesetzt. Wie leitet man jetzt eigentlich so ein Team? Wie wägt man diese Risiken ab, die es gibt in der Entwicklung? Und wie stellt man Zeitpläne auf? Und hier haben wir Gantt-Charts und Netzpläne besprochen, also die zwei wichtigsten Techniken, um grafisch Zeitpläne aufzustellen. Damit haben wir in der Vorlesung eine Reihe von Themen besprochen. Natürlich haben wir auch über Schaukeln gesprochen und das Schaukeln sozusagen durchaus unterschiedlich verstanden werden in unterschiedlichen Phasen der Entwicklung, von den Anforderungen über die Modellierung, was sozusagen, wo unterschiedliche Personen unter Umständen auch involviert sind, aber auch bis hin zu Architektur und Design, die Implementierung, das letztlich Testen von dem System oder was davon schon da ist. In der letzten Vorlesung haben wir dann über Prozesse gesprochen und jetzt über Management und wie man eigentlich zu einem Preis für die Software kommt. Und wir haben gesehen, okay, der Preis ist wahrscheinlich eher der für einen Freizeitpark als der für eine Schaukel. Jetzt ist die Frage, das sieht noch ziemlich unbefriedigend aus. Wir wollen ja eigentlich, dass überall auf jedem Bild so das gleiche Schaubild ist, dass alle das gleiche Verständnis haben. Natürlich haben wir Sachen besprochen, die darauf hinarbeiten. Wir versuchen, die Anforderungen möglichst gut rauszukriegen. Wir versuchen, agile Entwicklung einzusetzen, um dass die Akteure sozusagen mehr miteinander kommunizieren. Wir versuchen im Management bestimmte Risiken von vornherein zu vermeiden. Allerdings ist das eben noch nicht alles in diesem Schaubild. Ihr seht, da fehlt unten rechts noch was. Und zwar werden wir im zweiten Teil der Vorlesung, das war jetzt Software Engineering 1, wir werden im nächsten Semester weiterführende Themen besprechen, die eben auch wichtig sind für die Entwicklung. Und auch so ein bisschen so aktuellere Themen aufgreifen, Continuous Integration. Wir werden auch über Microservices sehr wahrscheinlich sprechen, über Security als ein Thema, was wichtig ist in der Softwareentwicklung, aber auch für sowas wie Softwareproduktlinien. Wie können wir eigentlich Software wiederverwenden? Wir wollen ja nicht jedes Mal von Grund auf neu starten. Ich wünsche euch für die anstehende Prüfungszeit viel Erfolg bei euren Prüfungen. Ihr habt ja in dem Fach noch keine Prüfung. Ihr braucht natürlich die Inhalte für Software-Grundprojekt jetzt parallel schon. Bei uns wird es dann die Prüfung nach dem nächsten Semester gehen. Nichtsdestotrotz viel Erfolg. Ich drücke euch die Daumen für eure Prüfung und wir sehen uns wieder im nächsten Semester mit weiteren Vorlesungen in der Softwaretechnik. Bis dann. Tschüss.